Ja, dann herzlich willkommen zum PostGIS Update. Es geht jetzt weiter mit Vektorteils, mit PostGIS und QGIS und noch ganz viel drumherum. Das werden wir jetzt gleich sehen, weil genau, eigentlich geht es um eine ganze Menge und eigentlich sind die 20 Minuten viel zu wenig für das Thema. Ja, und es geht noch weiter und zwar gibt es sogar noch was zu gewinnen jetzt hier bei dem Vortrag. Also es gibt ein tolles GEDAL-T-Shirt. Ich zeige mal, wie das dann aussieht, zu gewinnen. Und zwar für die Person, die mitzählt während des Vortrags. Es sind viele Tiere versteckt in den Folien, auf Logos oder in den Anwendungen. Und jedes Logo zählt nur einmal. Und am Schluss, wer zuerst im Chat sagt, wie viel es sind, bekommt von mir ein GEDAL-T-Shirt zugeschickt. Und ich hoffe, ich habe richtig gezählt, sonst müssen wir das noch aushandeln. Aber jetzt zum Thema. Astrid Emde, ich bin von der Workgroup aus Bonn. Die meisten werden mich wahrscheinlich schon kennen von der Vosges. Und ich bin begeistert von Open Source Software aus dem GIS-Bereich und vor allen Dingen von PostgreSQL und PostGIS. Und deshalb hat es mich auch sehr gefreut, dass es da was Neues auf dem Markt gibt, womit wir auch Vektorteils behandeln können. Aber das ist jetzt vorgegriffen. Da schauen wir gleich weiter, um was es geht. Die Workgroup sollte auch bekannt sein. Da sind wir ja gleich auch mit dem Stand hier auf dem PostGIS-Update. Das heißt, wer rüberkommen möchte und mit uns mal in Kontakt treten möchte, der kann gleich gerne bei uns im Ausstellungsbereich vorbeikommen. Ja. Jetzt geht es aber schon zum Thema. Das, was ich jetzt gleich zeige, das kann man auch sehr gut nachvollziehen und zwar über die OSGeoLive. Da sind Geodaten drauf, da sind viele Programme schon vorinstalliert und die Daten, mit denen ich hier arbeite, OSM-Daten und Natural Earth-Daten, die sind auch dort schon vorinstalliert, sodass man das Ganze auch ausprobieren kann. Jetzt schauen wir uns erstmal Vektorteils allgemein an. Was sind denn eigentlich Vektorteils? Es handelt sich quasi um quadratische Kacheln, die ausgeliefert werden. Es gibt da so einen Mapbox-Vektorteil-Standard, an dem man sich orientiert. Und in diesem Standard wird definiert, dass Kacheln ausgeliefert werden in EPSG 3857, also in Pseudo-Mercator. Und die Vektoren, also die Objekte werden als Vektoren ausgeliefert und zwar im PBF-Format, also im Binärformat, das an den Client übergeben wird. Es gibt da auch noch andere Formate, aber das ist das gängigste. Und das Geniale daran ist, dass das Rendering, also die Ausgestaltung, die Darstellung dann vom Client übernommen wird und man da entscheiden kann, wie das Ganze dargestellt wird und was dargestellt werden soll. Dieser Standard, ups, ist beschrieben und die Spezifikation kann man sich anschauen. Und ja, wo sind denn da die Vorteile von diesen Vektorteils? Die sind schnell, benutzen wenig Speicher, brauchen wenig Bandbreite, wenn sie vom Server zum Client übertragen werden und ja, sind auch vor allen Dingen attraktiv für den mobilen Einsatz. Wir haben diese Gestaltungsmöglichkeiten im Client, die ich schon erwähnt habe. Wir haben verschiedene Styles, die wir leicht anwenden können dann auf unsere Kacheln. Wir können zum Beispiel das Ganze drehen. Wir können die Sprache wechseln, wenn die Daten mehrsprachig vorliegen. Wir können Höhen darstellen, zum Beispiel bei Gebäuden. Wir können die Daten im Client filtern. Wir haben die Attributinformationen im Client vorliegen, im Gegensatz zu Rasterkacheln oder Rasterdiensten ist es ja so, dass wir da nur Bilder haben, aber hier haben wir die ganzen Attributinformationen auch vorliegen. Und das Schöne ist, ich könnte solche Kacheln auch offline nutzen, indem ich sie mitnehme. Da gibt es austauschbare Formate, zum Beispiel Special Light Datenbanken, in denen könnte ich das Ganze vorhalten und dann mitnehmen und kann das dann quasi auch offline nutzen. Hier sehen wir mal so ein paar Anwendungen, die kann jeder im Nachgang auch sich mal anschauen, wo es eine Veröffentlichung von Vektorteils gibt. Und hier ist so eine Anwendung von der Workgroup, wo wir auch verschiedene Styles dann anwenden können. Das ist eine Mapbox-Anwendung. Und hier sehen wir zum Beispiel von der ADV auch eine sehr schöne Anwendung, Smart Mapping. Die wurde im März veröffentlicht. Und da kriegt man vielleicht schon so eine Ahnung, wie das Ganze dann aussehen kann. Und da auch nochmal die Einladung, sich das Ganze einmal anzuschauen.
Ja, es gibt verschiedene Tools, mit denen wir diese Vektorteils dann visualisieren können. Ich hatte Mapbox schon angesprochen. Wir haben OpenLayers, mit dem wir Vektorteils visualisieren können. Leaflet können wir über ein Plugin Vektorteils visualisieren. Mapbox, da gibt es jetzt seit Dezember einen Fork, der heißt MapLibre. Über den können wir auch Vektorteils veröffentlichen. Und in QGIS gibt es jetzt ab der Version 3.14 die Möglichkeit, auch Vektorteils direkt einzubinden, sodass dieses Feature jetzt in der 3.16er Version vorliegt. Dann GEDAL ab der Version 2.3 unterstützt Vektorteils und auf der Serverseite, wer kann Vektorteils schreiben, haben wir auch wieder GEDAL, wir haben den Map-Server, wir haben GeoServer zum Beispiel mit einer Vektorteils-Extension, wir haben T-Rex und PGTileServe, auf das ich jetzt gleich noch weiter eingehen kann. Und ich habe sowohl bei den Servern als auch bei den Clients nochmal Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen gesetzt, weil die Welt ist groß, der Vektorteils und die Software ebenso. Von daher ist das jetzt hier nur so ein Auszug. Ja, das Spannende, was mich jetzt als PostgreSQL PostGIS begeisterte, dazu motiviert hat. Oh, ich sehe gerade, dass das nicht sauber übertragen wird. Ja, ist okay. Ja, gut, Entschuldigung. Also genau, was mich jetzt als PostGIS begeisterte gefreut hat, war die Meldung von Paul Ramsey, dass es ein neues Tool gibt. Und zwar gibt es jetzt etwas, mit dem wir zwischen der Datenbank auf der linken Seite, zwischen der PostgreSQL-Datenbank, in der unsere ganzen Geodaten drin sind, und dem Web kommunizieren können. Die PostgreSQL-Datenbank läuft ja auf dem Port 5432. Das heißt, da komme ich über HTTP jetzt erstmal so gar nicht drauf. Und da gibt es jetzt aber so eine Middleware, PostGIS for the Web, die ich nutzen kann, um dann die Informationen nach außen zu geben. Ich habe auch hier in den Folien Links überall eingetragen, sodass zum Beispiel hier diese Präsentation sich auch im Nachgang dann anschauen kann. Ja. So. Die neue Software seit letztem Jahr ist PGTileServe. Das ist ein PostGIS-Only-Tileserver in Go. Die anderen Tileserver, die wir eben gesehen haben, unterstützen zum Teil weitere Vektorformate, zum Beispiel GEDAL unterstützt ja dann die ganzen Vektorformate, die über den Treiber unterstützt werden. Und PGTileServe ist jetzt wirklich für PostGIS-Daten gedacht. Das Ganze ist von Paul Ramsey geschrieben worden. Der arbeitet bei Crunchy Data. Und das ist eine Firma in Kanada. Und das Ganze wurde in Go programmiert. Und das ist ja eine sehr schöne Sprache, der man das Ganze dann kompilieren kann und alle Abhängigkeiten mit in dem Paket mit drin sind. Und das Ganze dadurch sehr gut auslieferbar ist. Und wir werden gleich sehen, das macht die Installation auch sehr, sehr einfach. Ja, wir haben hier einen Vektorteilserver vorliegen und benötigen eigentlich für das Handling dann kein GIS mehr, um unsere Vektorteils auszuliefern. Das Ganze ist sehr leichtgewichtig, das Ganze ist schnell, das Ganze ist zustandslos, das heißt, die Anfragen werden abgearbeitet und danach wartet der Teilserver wieder auf Anfragen. Wir greifen über HTTP-Zugriff auf die PostgreSQL-Datenbank zu. Und wir haben eine Zwischenschicht zwischen Datenbank und Webmapping-Application dadurch aufgebaut. Die aktuelle Version ist die 1.05, die ist im Dezember 2020 rausgekommen. Und das Projekt ist sowieso noch sehr jung. Das ist erst im Januar letzten Jahres entstanden. Und genau, hat aber schon ganz schön viel Eindruck hinterlassen. Und ja, Crunchy Data und Paul Ramsey, das ist ja auch der Chair vom PostGIS-Projekt, sind da sehr aktiv auch, das zu bewerben. Ja, genau. PostGIS, die Erweiterung, die kann sowieso schon Vektorteils ausliefern über die Funktion SDS MVMVT. Das geht schon seit der 2.4er-Version, also seit ein paar Jahren, seit 2017. Und genau, und irgendwann kam dann dieses Thema auf: Mensch, wie wäre denn das, da so einen Vektorteilserver quasi aufzubauen? Und das hat der Paul Ramsey in Python mal als so ein Proof of Concept konzipiert. Und hat da so eine erste Version rausgebracht, hat einen Blog-Eintrag erstellt und hat dann ziemlich viel Feedback, positives Feedback bekommen.
Und daraufhin wurde dann dieses PG Tile Surf ins Leben gerufen. Das Projekt hat eine sehr gute Dokumentation und gehört zu einer Reihe, die heißt PostGIS for the Web, also PostGIS FTW. Und das ist natürlich nicht zu verwechseln mit PostgreSQL FDW für Foreign Data Wrapper. Also aufgepasst, ja. Gut, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen. Ach so, genau. Und eine Sache, die wir auch natürlich im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir PG Tileserver nutzen möchten, brauchen wir natürlich PostgreSQL und brauchen PostGIS. Und hier habe ich noch mal die Versionen eingefügt. Ja, dann ist es sehr schön zu konfigurieren. Wir können einfach über die Datenbankberechtigung, also den Server, auf dem wir unseren Teil Digital Surf lenken, können wir den Zugriff auf die Tabellen steuern. Wir haben die Möglichkeit, Functions Layer einzubinden, Funktions Layer einzubinden, sehen wir gleich noch. Wir haben im Digital Surf auch eine Client-Anwendung, über die wir uns dann die Daten direkt visualisieren können und wir bekommen die Metadaten angezeigt. Hier sehen wir nochmal eine Grafik, auch aus der Doku von PGTileServe, wo man nochmal die Kommunikation zwischen Datenbank, Layer und Applikation nochmal sieht. Genau, und das Schöne ist, das Ganze ist auch nutzbar, also ist leicht zu installieren. Wir haben Download-Pakete, sie sind schon fertig kompiliert für Windows, Linux, OS X und Docker. Wir können das auch selber bauen bei uns auf dem Rechner. Und wir müssen das Ganze dann nur ablegen, entpacken und dann starten. Und dann können wir das Ganze schon auf unserem Rechner nutzen. Das Ganze können wir im Desktop nutzen. Wir können es aber auch über einen Docker-Container laufen lassen oder auch in der Cloud, zum Beispiel über Kubernetes. Ja, ich habe das Ganze runtergeladen. Ich habe das Ganze jetzt entpackt. Bin jetzt in dem Verzeichnis, wo PGTileServe liegt und habe im Hintergrund meine Datenbank. Und das Ganze ist dann ganz einfach. Ich kann hier so eine Umgebungsvariable setzen, Database URL, die benötigt das PGTileServe, um zu wissen, mit welcher Datenbank verbunden werden soll. Und dann, ja, kann ich diese Variable setzen und kann dann PGTileServe starten. Danach ist das Ganze erreichbar über Localhost 7800. Das ist der Default, kann ich dann PGTileServe aufrufen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine Konfigurationsdatei zu übergeben. Das ist so eine TOML-Datei. Und da könnte ich jetzt meine Verbindungsparameter und meine Einstellungen direkt eintragen. Und ich habe darüber auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel verschiedene Teilserver dann zu starten, ne? Vielleicht habe ich mehrere Datenbanken, habe verschiedene Berechtigungen und könnte dann auch verschiedene TOML-Dateien anlegen und entsprechend diese starten. Gucken wir mal in so eine Datei rein. Also die, genau, man kann sich dann den, so aus so einer Example-Datei sich die Informationen holen und gibt dann hier die eigene Datenbankverbindung an und kann hier jetzt noch die Default-Werte zum Beispiel überschreiben, wie zum Beispiel den Port oder den Host und könnte hier entsprechend Anpassungen machen. Ja. Ich habe jetzt meinen Teilserver gestartet. Ich rufe dann die Anwendung auf und ich hatte ja eben schon angesprochen, dass wir da einen Client haben, über den wir die Daten direkt visualisieren können. Das ist ein Mapbox-Client, in dem die Daten dann integriert werden. Und genau hier haben wir zu jeder Tabelle in der Datenbank haben wir dann hier entsprechend eine grafische Anzeige. Und ich möchte das aber gerade mal auch nochmal hier bei mir zeigen. Genau, ich könnte jetzt hier meinen Server starten. Und entsprechend bekomme ich dann eine Startansicht angezeigt. Das ist hier dieser Aufruf. Da habe ich jetzt keine Folie dazu. Und da sieht man zu jeder Tabelle dann die entsprechende. Genau, die entsprechende Tabelle hier aufgeführt mit einer Beschreibung. Wir haben eine Preview-Anzeige. Wir können die Metadaten uns anzeigen lassen. Und hier unten sehen wir auch so ein paar Functions-Layer, die dann entsprechend hier aufgeführt werden. Ich gehe wieder mal zurück in die Folien.
Gut, ich kann dann mir den Preview anzeigen lassen zu jedem Layer und wir sehen hier den Namen von diesem Layer, der entspricht dem Schema- und Tabellennamen. Und wir sehen, das ist die Beschreibung, die die Tabelle hat in der Datenbank. Und hier unten sehe ich dann auch, welche Spalten von dieser Tabelle zurückgegeben werden kann. Das Bild ist wieder. So, dann sieht man jetzt hier nochmal den Vergleich, das, was im Teilserver zurückkommt und das, was ich jetzt hier in meiner Tabelle einstellen kann. Das heißt, ich kann Beschreibungen definieren, sowohl für die Tabelle als auch für die Spalten, und die werden dann direkt rausgereicht in den Client. Dann haben wir, genau, wenn ich weiter reinzoome, das sind jetzt die Gebäude. Dann haben wir hier auch die Attributdaten, die vorliegen. Und das war jetzt menschenlesbar. Und nun kommt maschinenlesbar. Ein Moment. Also, ne, die Informationen vom PGTileServ werden nicht nur für uns grafisch übergeben, sondern werden auch für Maschinen lesbar ausgegeben. Das heißt, über Aufrufe können die sich hier entsprechend auch die Metadaten oder die Informationen aus diesen JSON-Dateien abholen, wie zum Beispiel die ID dann oder den Namen von so einem Vektorlayer. Die ID, also sehen wir jetzt hier die ID, auch die Beschreibung und das Schema, in dem die ganze Daten sich befinden. Und zu jedem Thema gibt es dann entsprechend noch eine Detail-URL. Also diese Index.json gibt zu jedem Vektor-Layer entsprechend diese Metadaten aus. Und dann kann man jeden einzelnen Layer nochmal aufrufen und sieht hier noch weitere Informationen. Zum Beispiel der Name entspricht dann dem Tabellennamen. Und wir haben, das ist jetzt hier das Wichtige, unten die Teil-URL stehen, mit der können wir dann zu anderen Programmen gehen. Und weiterhin sehen wir noch zum Beispiel Center, dann Datentyp, Geometry Type oder die Bounding Box von den Daten, die mit ausgegeben wird in den Metadaten. Ja, mit PGTileServe könnten wir auch Filter übergeben. Wir könnten auch sagen in einem Aufruf, wir wollen gar nicht alle Parameter haben. Wir könnten auch die Default-Werte, die wir eben gesehen haben in der TOML-Datei, auch überschreiben. Und hier sieht man auch mal so einen Aufruf, wie der aussehen könnte, wenn da diese Filter mit übergeben werden. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, Funktionslayer anzugeben. Das ist eine sehr mächtige Möglichkeit. Und das gibt uns die Möglichkeit, unsere Datenquellen, also unsere Tabellen, auch vor dem Server zu verstecken. Wir können auch Views zum Beispiel veröffentlichen, aber über Funktionen können wir die Datenquellen verstecken und könnten auch auf Parameter, die beim Aufruf übergeben werden, reagieren. Da ist es jetzt beim PGTileServe so, dass diese Funktion in jedem Schema in der Datenbank erzeugt werden kann und die muss nur MVT zurückgeben im Byte-R-Format und dann wird die direkt erkannt und auch als Layer angeboten. Details werden dann in der Funktion selber erstellt und zurückgegeben an den Client und da gibt es auch eine sehr gute Doku dazu. Und ein Workshop, das ist hier von diesem Adam Timm, ein Workshop, an dem man sich das Ganze auch anschauen kann. Dieses Beispiel habe ich jetzt aus der Doku übernommen, bezieht sich auf die Natural Earth Daten. Da sehen wir jetzt hier Populated Places von den Natural Earth Daten und da gibt es jetzt eine Funktion. Da kann ich ein Grid, ein hexagonales Grid erstellen lassen für die Populated Places. Und wir sehen jetzt hier in dieser Attributausgabe, da wird dann für dieses Grid werden dann die Einwohner pro Grid berechnet. Und ich kann hier aber auch über den Client könnte ich auch diese Größe auch anpassen und das Ganze dann direkt im Client hier visualisieren. Genau, und das könnte man jetzt beziehen oder umrechnen auf vielleicht Flurstücke oder so, mit denen man irgendwelche Berechnungen machen möchte oder Auswertungen, ne, dass man da sich nur bestimmte Flurstücke im Umkreis von so und so vielen Metern zu einer Klickkoordinate oder so letztendlich im Client ausgeben lassen möchte und hat da sehr gute Möglichkeiten.
Ja, wir wollten uns noch anschauen, wie das Ganze dann in Kugis, wie das Ganze in Kugis dann eingebunden werden kann. Und zwar haben wir da ja seit 3.14 und jetzt auch in der LTS-Version 3.16 die Möglichkeit, Vektorteils einzubinden. Man findet die hier im Browser über das Kachel-Symbol. Und da kann man eine neue allgemeine Verbindung aufbauen. Soll ich stoppen oder? Ach so, ja, okay. Gut, dann entschuldige ich die Bildstörung. Ich hoffe, es geht gleich weiter. Und genau, also ich erzeuge in QGIS eine allgemeine Verbindung zu so einem Vektor-Layer und kann dem Ganzen einen Namen geben. Also das brauche ich auch nur einmal anlegen und dann kann ich das Ganze in QGIS nutzen und wieder darauf zugreifen, wie das auch bei anderen Themen ist. Ich gebe dann die Adresse ein zu also meine Teil-URL. Die habe ich ja aus den Metadaten ermitteln können und kann die dort rauskopieren. Dann kann ich hier die Zoom-Stufen festlegen. Das hatte ich eben nicht angesprochen. In den Metadaten gibt es auch den Eintrag, für welche Zoom-Stufen dieser Layer freigegeben ist. Das heißt, ich könnte hier in QGIS das Ganze auch noch einschränken. Aber letztendlich, genau, müsste ich in den Bereichen bleiben, die der Layer mir hier zur Verfügung stellt. Dann kann ich so ein Vektorteil-Layer hier einbinden. Und wir sehen, die Gebäude sind jetzt hier hinzugekommen und auch ein Straßenlayer habe ich eingebunden aus meinen Daten. Es ist so, über F12, wer das noch nicht kennt, das ist auch recht neu, kann ich jetzt in QGIS die Entwicklerwerkzeuge öffnen und kann dann hier direkt alle Re Requests sehen, die zu meinem Server geschickt werden. Und da sehen wir auch diesen Aufruf, den wir uns eben schon angeschaut haben. Ne, hier ist dann die ID von dem Vektorlayer, dann der Z-Wert, also die Zoom-Stufe und dann entsprechend die Kachelnummern X und Y. Und entsprechend sehen wir jetzt, welche Kacheln in welcher Zoom-Stufe jetzt hier gerade angefordert werden. Ja, so einen Layer, den ich jetzt hier eingebunden habe, den könnte ich auch stylen. Also wir sehen, ich habe mir da jetzt nicht viel Mühe gegeben beim Styling. Die Farben, die wir hier sehen, das sind die Default-Werte, die ich da von QGIS vorgeschlagen bekommen habe. Und ich könnte jetzt hier aber auch ein eigenes Styling noch aufbauen und das anpassen. Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich hier nochmal bei der Einbindung von so einer Vektorkachel schaue, da haben wir hier auch noch die Möglichkeit, eine Stil-URL einzubinden. Ja, das heißt, wenn ich einen Style schon hätte, zum Beispiel mit Maputnik oder auf andere Weise habe ich mir vielleicht hier einen Stil generiert, dann kann ich den in QGIS auch direkt mit einbinden. Und ich habe die Attributdaten ja im Client vorliegen. Das heißt, wenn ich jetzt über die Infoabfrage, die wir sonst auch zur Abfrage von Sachdaten nutzen, auf so eine Fläche klicke, dann sehen wir, bekomme ich jetzt hier die Attributdaten zurück. Und wir sehen aber auch, ne, das ist jetzt hier der Münster in Freiburg, dass genau das hier wahrscheinlich so eine Kachelgrenze ist, ne, weil da nicht das ganze Gebäude mit abgedeckt ist. Gut, das zu QGIS und PGTileServe. Jetzt wollte ich noch kurz einen Exkurs machen und nochmal gucken, wie kriege ich denn die Daten eigentlich da rein in die Datenbank. Das waren jetzt Freiburger OpenStreetMap-Daten, die wir da gesehen haben. Und genau, die kann ich auf verschiedene Wege in die Datenbank importieren. Da gibt es diverse Tools, mit denen ich das machen kann. Und genau, erstmal kann ich die Daten hier herunterladen von der Geofabrik. Da habe ich den Bereich von Freiburg heruntergeladen. Ich habe hier noch Osmium Tool installiert und habe dann über Osmium mir nur einen bestimmten Bereich von diesem Regierungsbezirk Freiburg dann extrahiert und habe da eine zweite Freiburg-OSM-PBF-Datei geschrieben. PBF ist jetzt erstmal nur, also es hat jetzt noch nichts mit Vektorteils zu tun, ne? Auch wenn uns diese Endung jetzt eben begegnet ist.
Dann habe ich eine Datenbank angelegt, einen Benutzer angelegt, habe eine Datenbank angelegt und habe dort PostGIS als Erweiterung und HStore als Erweiterung geladen. Und dann ist hier mal ein Beispiel, wie man mit USM to PGSQL Daten in die Datenbank laden kann. Das ist jetzt recht schön. Ab der 1.3er-Version gibt es hier ein neues Output, und zwar Flex. Und über dieses Flex-Output kann ich mir Lua-Dateien definieren, also Textdateien, in denen ich genau sage, was mich eigentlich interessiert aus den Daten. Wir wissen ja, dass in OpenStreetMap sehr viele Informationen zu Objekten vorliegen und ich vielleicht gar nicht alle benötige, sondern vielleicht nur in diesem Fall manche Straßentypen, ne? Und vielleicht nicht alle Gebäude oder so. Und das kann ich sehr schön in diesen Lua-Dateien definieren. Kann man sich hier über den Link das auch nochmal anschauen. Und jetzt extrahiere ich aus meinen Freiburg-Daten über die Definition, die ich hier in der Lua-Datei gemacht habe, bestimmte Objekte und importiere die in die Datenbank. Und genau, nachdem ich dann meinen pgTileServe-Client aktualisiert habe, bekomme ich ein neues Thema angeboten. Das kann ich auch hier wieder in QGIS einbinden. Und wir sehen, genau, neben diesen roten Straßen, die ich vorher schon vorliegen hatte über mein Roads-Thema, habe ich jetzt hier noch diese orangen Straßen eingebunden, die halt nicht alle Straßen importiert haben, sondern nur einen Auszug der Daten. Und so gibt es aber noch andere Tools wie OSM to PG-Routing oder andere OSM-Werkzeuge, mit denen wir die Daten in die Datenbank übertragen können. Dann möchte ich noch auf ein Tool eingehen zum Cachen. Und zwar gibt es ein Tool Vanish Cache. Das erzeugt einen HTTP-Cache und dient quasi als Reverse Proxy für unseren Teilserver. Dabei ist es so, dass die ganzen Daten, also es kann ja sein, ne, dass manche Kacheln halt mehrfach angefragt werden. Und wenn ich jetzt selber im Browser arbeite, werden die Kacheln auch genau auf meinem Rechner auch gecached, ja. Aber wenn jetzt an den Server verschiedene Anfragen kommen, dann können ja auch von verschiedenen Rechnern jetzt Anfragen auf denselben Bereich kommen. Und da ist es so, dass das Vanish-Programm im Arbeitsspeicher die Daten cached und dem Betriebssystem es überlässt, wann die auf die Platte geschrieben werden. Und das kann man auch sehr schön einrichten, indem man jetzt hier das installiert, den Server startet. Dann gibt es hier so eine Konfigurationsdatei und in der kann ich dann einfach sagen, hier nimm doch den Port von pgTileServe. Und dann, wenn ich das Vanish dann aufrufe, dann sehe ich quasi pgTileServe und alles, was jetzt hier über diesen Vanish-Aufruf geht, wird dann an das pgTileServe weitergeleitet, ne? Und von dort wieder über Vanish nach draußen an den Client gegeben. Ja, ich hoffe, das hat Lust gemacht auf pgTileServe. Es ist einfach einzurichten, flexibel, schnell, soweit ich das jetzt erstmal mit meinen Testumgebungen ausprobieren konnte. Es ist leicht zu installieren, es ist leicht zu konfigurieren und ist auch leicht skalierbar. Ich denke, vielleicht muss es auch erst einen Benchmark geben, wo man sich genau anschaut, welche Lösungen da vielleicht von der Geschwindigkeit am besten sind. Aber für mich als jemand, der mit Datenbanken viel arbeitet, ist es einfach eine sehr flexible und sehr coole Sache, mit der ich einfach dann auf Tabellen, Sichten, Funktionen in der Datenbank zugreifen kann und über die Berechtigungssteuerung dann ja genau sagen könnte, was möchte ich eigentlich nach draußen geben über meinen Teilserver. Das Thema Styling und so, das habe ich jetzt gar nicht groß jetzt hier vorgeführt, was da alles möglich ist. Aber natürlich könnte ich jetzt mir einen schönen Style definieren und darüber meine Daten auch dann sehr schön präsentieren. Und ich habe hier in den Folien auch noch ein paar Links zusammengestellt, wen das jetzt interessiert, wer Richtung Vektorteils gehen möchte, der findet da auf jeden Fall sehr viele Informationen. Und ich denke, es wird auf jeden Fall, ich gehe mal zurück, es wird auf jeden Fall ein Thema sein, was in nächster Zeit immer mehr auch im Fokus stehen wird.
Wir haben jetzt gesehen, QGIS bietet die Desktop-Unterstützung, viele Clients bieten Unterstützung für Vektorteils und ja, meine Einschätzung ist, dass es sich immer mehr und mehr auch ja, in dem Alltag durchsetzt und wir einfach, wie vielleicht auf WMS, demnächst auch auf Vektorteil-Server, also Layer zugreifen und das einfach so eine andere Datenquelle ist, wie andere auch. Ja, wenn das klappt, dann würde ich da voraussichtlich auf der FOSCIS 2021 eine Fortsetzung machen. Und zwar gibt es neben PGTileSurf noch das Programm PGFeatureSurf. Das ist auch aus der Serie PostGIS for the Web und ist auch eine Crunchy-Data-Entwicklung und ist ein leichtgewichtiger RESTful Geospatial-Feature-Server. Das haben vielleicht viele jetzt im letzten Jahr auch mitbekommen, dass es diese OGC-API-Feature-Standard-Spezifikation gibt und dass da sehr viele von den Open-Source-Projekten da auch in diese Richtung jetzt die Unterstützung eingebaut haben. Und dieses PG-Feature-Surf ist eine OGC-API-Feature-Standard unterstützende Software. So. Und die liefert dann JSON und GeoJSON und TopoJSON zurück und ist auch sehr gut dokumentiert, kann man auch direkt mal ausprobieren. Und ja, dazu würde ich dann auf der FOSCIS einen Workshop oder eine Präsentation machen. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall, zur FOSCIS zu kommen und sowieso natürlich. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Und möchte noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Einerseits ist die FOSDEM jetzt im Februar. Also im Februar gibt es die nächste Online-Veranstaltung, FOSDEM 2021. Die ist eigentlich immer in Brüssel. Dieses Jahr online mit einem Geospatial Dev Room, wie schon in den letzten Jahren. Und da halte ich auch einen Vortrag, der Till Adams, die Anita Graser zum Beispiel zu GeoPandas und Jupyter Notebooks und UseMapper, OSM in Afrika. Also es wird auf jeden Fall auch eine sehr spannende Veranstaltung. Dann noch was sehr Spannendes. Es hat sich gestern ergeben, dass es von der OSGeo, OGC, Apache Software Foundation einen gemeinsamen Code Sprint oder Community Sprint geben wird vom 17. bis zum 19. Februar. Da ist auch jede herzlich eingeladen. Und ja, spätestens sehen wir uns auf der FOSCIS, denke ich. Dann bin ich damit am Ende meines Vortrags. Und jetzt kommt natürlich noch die Frage nach den Tieren und dem GEDAL-T-Shirt, wer das bekommen wird. Und ich habe jetzt den Chat nicht verfolgt. Mal gucken, was es da so für. Ja, da gibt es ja alle. Ah, okay, also. Ja, was sind viele Zahlen? Also. Ich sehe das noch nicht. 11, 10, ja. Also ich kann ja mal sagen, was ich. Ah, do, do, also genau, ich sage mal, was ich mir gedacht habe oder wie ich gezählt habe, ja. Einen Moment, ich habe mir das auch mal vorbereitet. Ich chatte das jetzt mal an alle. Also das, was ich gedacht habe, war zuerst Mops. Das war bei der Vorstellung Wear Group, dann von Elubuntu auf der OSGeo Live-Seite, der Mauersegler, dann ein Nilpferd bei Crunchy Data, dann das Logo von Go, das soll kein Hamster sein, sondern eine Taschenratte, also ein Ziesel, dann der Elefant von PostgreSQL, der große, der kleine von PostGIS, zwei Python-Schlangen im QGIS-Fenster, die hatte ich zuerst nicht gesehen, und dann noch das schöne Häschen von Varnish. Ja, und dann denke ich, der Dominik ist der große Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Dann, genau. Oder? Ja. Und die anderen, müssen wir mal gucken, wie jemand auf 14. Ach stimmt, vielleicht habe ich nicht gesagt, dass jedes nur einmal zählt. Naja, okay. Also alle, die jetzt traurig sind, die können selbst hier nochmal auf den Link gehen und können sich auch dieses tolle GEDAL-T-Shirt selber bestellen. Gibt es auch verschiedene Varianten. Und das Schöne ist, der Erlös von dem T-Shirt geht auch an die OSGeo und damit wieder an die ganzen OSGeo-Projekte. Also ist auch eine schöne Sache, um die Open-Source-Welt zu unterstützen. Das geht natürlich auch auf andere Art, Engagement im FOSCIS-Verein oder direkt als OSGeo-Sponsor oder FOSCIS-Konferenz-Sponsor aktiv zu werden. So,
Soweit. Mir aus gerne. Ja. Wunderbar, vielen Dank für den Vortrag, Astrid. Gerne. Und am Ende habe ich auch das mit den Tieren noch verstanden. Da habe ich am Ende nicht ganz aufgepasst. Wir haben drei Fragen, die ich mal mitgeschrieben habe, die nebenbei schön diskutiert wurden. Das erste war das alte Thema, was wir schon intern kennen. Ist man auf EPS 3857 festgelegt oder nicht? Dann gab es noch die Anmerkung im Chat, dass PG TileServe laut Dokumentation auch andere SRS zulässt. Das war aber ungetestet. Hast du da Erfahrungen? Ja, also es ist so, genau, also es ist so, dass in der letzten Version ist das so eine Anmerkung, oder in der vorletzten Version steht drin, dass es auch andere EPSG-Codes unterstützt. Und genau, ich hatte jetzt die Screenshots, die ich von QGIS gemacht habe, die sind auch in 4.3.2.6. Und meine Geodaten, die ich benutzt habe, waren auch in 4.3.2.6. Aber da bin ich jetzt nicht so sicher, wie im Hintergrund die Auslieferung gelaufen ist, ob die dann auch in 4.3.2.6 ausgeliefert wurde Ihr müsstet mir oder dann hier irgendwie jetzt sagen, wann ich die nächste Frage stelle, weil in ich den Astrid anderen Projektionen. gerade ja nur zeitversetzt höre. Muss ich noch mal mich genauer mit befassen, aber letztendlich PG TileServe unterstützt auch andere Projektionen, ne? Auch wenn das von der Spezifikation so nicht vorgesehen ist.